Es folgen nun einige Kundgebungen von Charlotte von Troeltsch aus den Jahren 1941, kurz nachdem Abduschin starb, bis Anfang 1942. Erhalten aus lichten Höhen. Menschen, ihr fragt, zerschlagen liegt die Zukunft vor uns. Wie können wir hinfort das Leben meistern? Ihr sollt es nicht meistern, ihr sollt es leben. Ihr wisst, dass derselbe heilige Wille, aus dessen Wort alles geschaffen wurde, auch heute über den Trümmern sein, es werde sprechen kann. Warum sagt ihr? Lebet der Gegenwart. Lebet so, dass des Herrn heiliges Auge jederzeit auf euch blicken darf. Alles, was ihr tut, geschehe im Dienste des Herrn, ihm zur Ehre, ihm zum Dank. Euer Leben gehört ihm ganz, vergisst das nie. Seid rege, so werdet ihr helfen, das Reich zu erbauen auf Erden oder droben. Haltet euch fest im Zügel, ihr Menschen. Nicht darin liegt eure Aufgabe, über Gottes Wege zu grübeln, um unausgesetzt das Warum vor euch aufzutürmen, wie unübersteigbare Mauern. Gottes Wege könnt ihr nicht sehen und nicht gehen. Gottes Gedanken sind unerforschlich. Eure Wege aber sollten unbeirrbar, ohne jedes Abschweifen aufwärts führen. Immer eures Zieles bewusst, solltet ihr feste Schritte tun in der Gegenwart, immer das Nächstliegende erfüllend. So kann sich euch die Zukunft ganz von selbst aufbauen, schöner, als ihr es ahnen könnt. Vergesst nicht, dass die goldenen Strahlen in des Herrn Hand gesammelt liegen. Durch sie rieselt fortgesetzt der Segen aus ihm, durch sie seid ihr mit ihm verbunden, so ihr nicht selbst die Verbindung löst. Haltet an den Feiern fest, aber als ein etwas ganz Lebendigem. Lasset sie nicht zur Tradition werden, lasset sie nicht sterben. Aber vergesst nicht, dass ihr auch dabei auf euch selbst gestellt seid. Jeder gehe hinfort seinen eigenen Weg ganz allein, so wie er ihn sieht und erkennt. So wird auch jeder das erhalten, was er braucht. Traget das Licht in euch, da es nun äußerlich durch Finsternisse geht. Es ist keine Zeit mehr zur reuevoller Rückschau. Der Schwimmer, der innehaltend sich überlegt, wie er anders vielleicht hätte besser schwimmen können, muss ertrinken. Ein Jahr unausdenkbarer Wirren, schier teuflischer Irrungen, großer Nöte und unerhörter Qualen liegt vor euch. Die Menschen werden in Verzweiflung und Irrsinn geraten, ihr aber, die ihr die Kreuze des Lichtes an der Stirne tragen dürft, vergesst nicht, dass euch ein heiliger Finger gezeigt hat. Nie mehr werden Menschen von ihm versiegelt werden. Ihr seid des Herrn, seid Gottes, wenn ihr in freudigem Wollen seine Diener geblieben seid. Und seine Diener stehen in seinem Schutz. Lichte Hände werden euch hindurchführen durch allen Jammer der Zeiten. Nichts wird euch berühren, das nicht für euer Wachsen notwendig ist. So nehmt alles, was dies Menschenjahr für euch bringt, obwohl von Menschen gemacht, aus der gnädigen Hand Gottes des Herrn.
Menschen, Antwort erwartet ihr heute von mir auf eure vielen Fragen. Ich habe sie alle beantwortet, ehe ihr sie gestellt, als ich noch unter euch weilte. Jetzt ist es an euch, mir die Antwort zu geben auf meine Fragen. Glaubt ihr an mich? Oder war mein Kommen vergeblich? Antwortet, Menschen, aber nicht mit Worten, sondern mit der Tat. Menschen, in unzähligen Seelen erwacht heute der Schrei nach dem Geist aus Gott. Je ferner die Menschheit von Gott gesunken ist, umso stärker wird das Sehnen nach Frieden, der er ihnen bringen soll. Und sie vergessen, dass schon der Gottessohn gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Komm, Heiliger Geist, in allen Sprachen fleht es empor. Menschen, der Geist aus Gott, Gottes Heiliger Geist war mitten unter euch und ihr habt ihn nicht erkannt. Meinet ihr, ihr würdet ihn heute erkennen, wenn er angetan in aller seiner Herrlichkeit sich euch offenbaren würde? Er weilte mitten unter euch und ihr habt ihn nicht erkannt. Wo sind die wenigen, die da meinten, ihn zu erahnen? Wo ist ihr Erkennen, wo ihre Treue? Ich aber sage euch, er wird kommen und mit ihm das Letzte des Gerichtes, das jetzt schon über Ephesus hereingebrochen ist. Wie vielen wird er sagen müssen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nicht gekannt. Menschen, es geht nicht um Irdisches in dem großen Ringen, in dem Ephesus sich selbst vernichtet. Krachend bricht das Alte zusammen, damit alles neu werde, damit der Heilige Geist, der Geist aus Gott, sein Reich aufrichte in Herrlichkeit. Und wieder bereiten sich die Sphären, die Kraft aus Gott würdig zu empfangen. Aus den höchsten seligen Höhen schallt der Jubel über die erneute Gnade, und jede Stufe gibt ihm weiter zur nächsten. Dank und Freude schaffen ein Aufblühen, das wie eine starke Flamme zu Gott, dem Allerhöchsten, emporstrebt. Doch siehe, wo die überfließende Kraft aus heiligster Schale in die Stofflichkeit eindringen sollte, da ballt sich das Dunkel feindlich und tückisch. Luzifers Macht über die Menschengeister ist sehr groß geworden. Wie eine lange Mauer liegt der Widerstand getürmt, und wo diese Kraftströme von oben sich tiefer senken wollen, da stehen lichte Wesenheiten bereit, sie abzulenken nach oben. Vergebens harrt die Nachschöpfung der Belebung und Erneuerung. Mit den ins Dunkel gesunkenen Menschengeistern muss sie verdorren, verhungern. Oben in der Burg aber steht König Parzival. Flammen sprühen aus seinen Augen, wie er die Ströme zurückkehren sieht im Kreislauf. Ich selbst habe mich dem Menschen gegeben, kündet er den lichten Hütern. Aber sie nahmen mich nicht auf. Mögen sie nun ernten, was sie gesät haben. Sie sind nicht wert, dass ihnen nochmals Hilfe wird. Da beginnen die lichten Strahlen des Königs Hand zu beben und zu zucken. Und liebevoll senkt sich König Parzivals Blick auf sie. Ihr Getreuen, klein ist eure Zahl, schwach euer Willen, aber noch seid ihr mir treu. So sollt ihr auch in Treue euren Lohn empfangen.
Auf seinen Wink eilen zahllose lichte Wesenheiten herzu, die von der göttlichen Kraft aus der Schale nehmen und sie tropfenweise nach abwärts tragen, geführt von den lichten Strahlen. Tropfen göttlicher Kraft dürfen sich in die harrenden, geöffneten Seelen senken. Inmitten des alles zerstörenden Chaos wirken die Tropfen doppelt stark. Haltet aus, haltet durch, mahnen die Träger des göttlichen Gnade. Durch unfassbares Leid und Elend wendet ihr nun Schreiten. Aber es kann euch nicht berühren, so ihr nur stark seid im Glauben. Stützende Hände halten euch, lichte Hände weisen euch den Weg, den ihr gehen sollt, um dem höchsten Herrn zu dienen inmitten der stürzenden Menschheit. Seid getreu bis in den Tod, so werdet ihr die Krone ewigen Lebens empfangen. So viel zum ersten Teil von Charlotte Tölsch, ihr Markus Bösch.